Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Industrie Forward Expo Festival. Mein Name ist Bernhard Haluschak und ich darf Sie heute mit meinen charmanten Kolleginnen und Kollegen durch diesen Expo-Tag moderieren. Wir haben wie immer für euch ein spannendes Paket vielfältiger Industriethemen zusammengestellt. Also seid gespannt. Aktuell befinden wir uns auf der Industrie Solution Stage. Und als Gast habe ich heute eingeladen den Herrn Michael Zalecker, seines Zeichen Produktmanager bei Balluf. Hallo Michael, freut mich, dass du bei uns bist. Hallo, vielen Dank für die Einleitung. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch natürlich dein Thema vorstellen. Und zwar willst du heute über IO-Link Wireless moderieren, beziehungsweise uns das Thema präsentieren. Und zwar mit IO-Link Wireless die industrielle Kommunikation entfesseln. So, das ist erstmal alles von meiner Seite. Ich beende jetzt meinen Monolog und übergebe jetzt an den Michael. Michael, die Stage gehört jetzt dir. Vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, ich darf heute das Thema IO-Link Wireless vorstellen. Und ja, fangen wir damit an. Was war denn für uns die Motivation, IO-Link Wireless ja, da Entwicklungsarbeit reinzustecken und uns in die Richtung mit Produkten ja, zu machen? Ja. Erstens ist es so, dass es bisher einfach auf dem Markt nur proprietäre Systeme gibt. Das heißt, mit dem Standard, den wir jetzt haben, IO-Link Wireless, da können wir einfach unterschiedliche Devices von verschiedenen Herstellern miteinander verbinden. Das Ganze ist, ja, sind die gleichen Vorteile wie bei IO-Link bisher, die transferieren wir in die Wireless-Welt. Und es ist ein abgestimmtes System, das sich in das Balluf-Umfeld einfügt und auch von der Bedienung her den bisherigen Balluf-Standard entspricht. Es gibt natürlich neue Konstruktionsmöglichkeiten dadurch. Ein Wireless-Produkt verschiebt immer die Konstruktionslimits und eröffnet somit neue Möglichkeiten, so ein System einzusetzen. Und wir wollen auch mit dem System Probleme in der aktuellen, ja, aktuellen Maschinendesign lösen. Und zu guter Letzt noch, wir wollen damit nicht die Kabel ablösen. Dafür ist das System nicht da. Es ist eher dazu da, dass wir sagen, wir können jetzt mit IO-Link Wireless IO-Link in Bereiche der Maschine bringen, die bisher einfach nicht erreichbar waren. Und somit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Das ist die IO-Link Wireless-Technologie. Ich stelle hier jetzt einfach mal die verschiedenen Punkte vor, für die IO-Link Wireless steht, wie IO-Link Wireless funktioniert. Und fange ich mal an, zuerst mit der Zykluszeit. Also die Zykluszeit von IO-Link Wireless beträgt 5 Millisekunden pro Byte pro Device. Die Reichweite sind 10 bis 20 Meter im industriellen Umfeld. Dazu ist zu sagen, dass die 20 Meter, das ist nur vom Standard kommend für einen Ein-Track-Master vorgesehen. Alle Master, die mehr als ein Track haben, also 2, 3, 4 oder 5 Tracks, die haben eine maximale Reichweite von 10 Metern. Die Qualität des Signals, da ist sehr hoher Wert drauf gelegt worden, dass wir hier eine extrem kleine Paketdatenfehlerrate haben. Die beträgt hier bei IO-Link Wireless 10 hoch minus 9. Und das bedeutet, das ist die gleiche Paketdatenfehlerrate, die auch eine kabelgebundene IO-Link-Lösung hat. Somit ist da ja, die Datenqualität gleichbleibend, wie wenn ich, egal ob ich ein Kabel benutze oder das Wireless-System. Die Übertragung, die basiert auf dem 2,4 GHz ISM-Frequenzband. Und wir haben hier ein maximales Transmission Level von 10 dB. Was auch ein Punkt ist, der für IO-Link Wireless spricht, ist die Skalierbarkeit. Hier steht 8 Devices per Track, maximal 40 Devices.
Das bedeutet, wenn ich einen 5-Track-Master habe, 5 Tracks heißt 5 Antennen, pro Antenne 8 Devices, somit komme ich auf die maximale Anzahl von 40 Devices, IO-Link-Devices wohlgemerkt, an einem Wireless-Master. Und das ist auch mehr, wie bei den bisherigen Mastern im Maximalausbau möglich war. Es stand gerade auf der vorherigen Folie schon bei Qualität das Frequency Hopping. Zu dem Frequency Hopping ist zu sagen, dass das unter anderem auch der Grund ist, warum wir so eine niedrige Paketdatenfehlerrate haben. Wir haben hier verschiedene Frequenzkanäle, auf denen wir unsere Daten übertragen. Und jeder Zyklus wird aber durch drei Subzyklen zwischen 2,4 und 2,483 Gigahertz gesendet. Das heißt, innerhalb von diesen 5 Millisekunden übertrage ich dreimal meine Daten auf unterschiedlichen Frequenzen. Und damit habe ich natürlich eine Redundanz, die auch so eine geringe Fehlerrate möglich macht. Mit diesen drei Subzyklen reduzieren wir die Paketdatenfehlerrate um die Potenz 3. Und das ist natürlich dann das, was es so viel besser macht als andere Wireless-Systeme wie WLAN, Bluetooth oder so. Die sind alle so bei 10 hoch minus 5, also um die 3% einfach schlechter. Das Ganze funktioniert auch noch mit einer hohen Flexibilität. Dieses Frequency Hopping heißt halt, dass wir belegte Kanäle umgehen können, wo wir einfach auf unterschiedlichen Frequenzen bewegen und die auch wieder gewechselt werden. Und somit kommen wir einfach auf eine hohe Datenübertragungssicherheit. Das Ganze wird auch noch ergänzt durch eine Blacklisting- und Whitelisting-Funktion, die wir in unserem Webserver integriert haben. Und das heißt, wenn ich meine Funknetzwerkplanung mache und ich scanne meine Frequenzen, die eventuell schon belegt sind in meinem industriellen Umfeld, dann heißt das, ich kann diese Frequenzen ausschließen und schließe ich die von dem Hopping aus. Das heißt, diese Frequenzen werden von vornherein schon mal ausgeblendet und das IO-Link Wireless-System wechselt dann unabhängig davon zwischen 15 beliebigen Kanälen, aber halt nicht diese ausgeschlossenen. Und somit kann ich natürlich meine Datenübertragungssicherheit auch nochmal steigern. Kommen wir jetzt vom Standard IO-Link, was ist das, wie funktioniert es, zu Geräten. Wir als Bahnhof haben ja ein System gelauncht und da würde ich jetzt als allererstes gerne unseren IO-Link Wireless Master vorstellen. Den habe ich auch hier liegen, so sieht das Ganze aus, die Antenne. Und hier ist es so, da ist in der Entwicklung einfach viel Zeit reingeflossen, diesen Webserver, der schon von unseren bisherigen Produkten bekannt ist, den zu überarbeiten und auch für eine einfache Implementierung von einem Wireless-System vorzubereiten. Wir sehen hier jetzt, hier steht bei, das ist ein 5-Track-Master. Wir haben hier in diesem Gehäuse 5 Antennen integriert. Das heißt, das ist der Maximalausbau, das mit dem Wireless-System möglich ist. Und wir können hier 40 IO-Link-Devices damit verbinden mit einem Master. Wie vorhin gesagt, bei der Radio Network Planning über Blacklisting und Whitelisting, diese Funktion ist in dem Webserver von unserem Master integriert und somit kann man die auch dann nutzen. Steht jetzt hier oben noch eine Roaming-Funktion mit einer hochgestellten 1 oder einem Sternchen. Das ist so, dass das im Standard vorgesehen ist, dass eine Roaming-Funktion in Zukunft möglich sein wird mit bis zu 3 Mastern, das heißt dann bis zu 120 Devices in einer Zelle. Wir haben das aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht implementiert. Das wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgezogen und dann ist auch diese Roaming-Funktion verfügbar. Und es ist auch so, dass aktuell nur ein Profinet-Interface zur Verfügung steht.
Das sind natürlich weitere auch in Vorbereitung, aber wir starten jetzt erstmal mit Profinet und schauen, dass wir die anderen Standards dann auch integriert bekommen. Ja, das so viel mal zu dem IO-Link Wireless Master. Das nächste Produkt ist der Baluf IO-Link Wireless Hub. Das ist hier ein 8-Port M12 Hub und der hat die Funktion, dass ich hier einen Pairing-Button habe. Das heißt, ich kann mit diesem Push-Button einfach die Geräte im Feld miteinander verbinden. Die haben eine Unique ID, somit kann ich die auch zuordnen zueinander und ich weiß immer, welches Device verbunden ist. Und somit ist da keine Verwechslung möglich. Wir sind hier bei der Dichtigkeit IP67. Das heißt, das kann auch in einem raueren Umfeld eingebaut werden. Wir können die Ports frei konfigurieren. Also das sind NO, Normally Open, Normally Closed Inputs, die frei In- und Outputs, die frei konfiguriert werden können. Und wir haben 8 M12 Ports mit maximal 350 mA. Hier ist es auch so, dass für dieses Device die Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Millisekunden pro Byte sind. Das ist auch über den Standard festgelegt und ist für jedes IO-Link Wireless Device gleich. Als letztes von den drei Geräten, die unser System beinhaltet, das ist die IO-Link Wireless Bridge. Und die Bridge, das ist ein Enabler in die Wireless-Welt. Ich kann jegliches beliebiges IO-Link-Device, Sensor, Smartlight, Condition Monitoring-Sensor, da anschließen. Und ich brauche nur auf der einen Seite meine Versorgungsspannung, an der anderen Seite schließe ich mein Device an und die Kommunikation erfolgt dann über diese Bridge wireless mit dem Sensor oder dem IO-Link-Device. Die Konfiguration, das ist da auch über den Webserver, der in dem Master integriert ist, wird die konfiguriert. Wir sind hier bei der Dichtigkeit auch bei IP67. Und hier zu sehen, die hat auch diesen Push-Button und besitzt natürlich auch eine Unique ID, mit der ich dann einfach meine Devices zuordnen kann und im Feld bei der Installation auch einfach miteinander verbinden kann. So viel zu dem Baluf-System und den Baluf-Devices, die wir aktuell verfügbar haben. Ich will jetzt im Anschluss darauf, wo ich jetzt was zu dem Standard gesagt habe und zu den Baluf-Devices, auch nochmal auf die Vorteile von IO-Link Wireless eingehen. Und es ist so, der Vorteil von IO-Link Wireless ist, es ist ein internationaler Standard, der weltweit lizenzfrei nutzbar ist. Und mit der niedrigen Fehlerrate und der kurzen Zykluszeit ist es natürlich bestens dafür geeignet, um Prozessdaten zu übertragen. Und wir können bis zu 40 Devices mit einem Master verbinden. Und die Reichweite ist je nachdem, welchen Master, ob ich einen Eintrack oder einen Mehrfach-Master nehme, zwischen 10 und 20 Metern im Idealfall gegeben. Und der nächste Punkt wäre jetzt, was sind denn die Vorteile des Baluf IO-Link Wireless Systems? Es ist ganz klar, unser integrierter Webserver mit Konfigurations- und Diagnosefunktionen. Das Ganze ist halt eine selbsterklärende Oberfläche, wo ich die ganzen IO-Link Wireless Funktionen integriert habe und es mir einfach macht, mein System zu konfigurieren. Wir haben hier aufeinander abgestimmte Komponenten, die auch in dem System miteinander kommunizieren und auch getestet sind und somit sicherstellen, dass da auch keine Probleme auftreten. Einfaches System-Setup steht hier noch mit dem Push-Button, den ich vorhin gezeigt habe, der auf den Geräten ist. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn ich bestehende Maschinen nachrüste, so Retrofitting.
ich muss keine Kabeldurchführungen aufmachen. Ich muss keine Kabelkanäle aufmachen. Ich brauche eigentlich nur meinen Sensor, den ich vielleicht eh irgendwo platziert habe, meine Versorgungsspannung und den Master binde ich in die Steuerung ein und den Sensor platziere ich dort, wo ich ihn gerne hätte und bin dann relativ frei in meiner Ausführung des Ganzen. Das Ganze, wenn ich jetzt schon von Retrofitting rede, bringt mich dann zum nächsten Punkt. Das sind, was sind denn IO-Link Wireless Applikationen? Applikationen kann man sich relativ viel natürlich vorstellen. Ich habe das jetzt einfach alles mal generell gehalten und es aufgeteilt in dynamische, feste und mobile Anwendungen. Und da gibt es natürlich auch je nach Applikation oder Anwendung verschiedene Beispiele, wo das Produkt sehr gut geeignet ist oder das System. Also wenn ich bei den dynamischen Anwendungen schaue, Robotersysteme, Greifer oder Transportsysteme. Ich setze so ein System überall ein, wo ich hohe Geschwindigkeiten habe, wo bisher einfach es nicht möglich war, eine Übertragung hinzubekommen, gerade durch die hohen Verfahrgeschwindigkeiten und direkt am Greifer. Und da ist so ein System sehr gut dazu geeignet, dass man das da integriert und dann direkt vom Greifer oder vom Transportsystem seine Daten abgreifen kann und hier auch immer weiß, wie der aktuelle Zustand der Anlage ist. Der nächste Punkt sind dann feste Anlagen oder feste Applikationen. Da zählen natürlich harte Umgebungen dazu. Überall, wo ich jetzt nicht unbedingt Kabel verlegen will oder wo ich durch irgendwelche Räume, die kühlschmiermittelhaltig oder Welding-Geschichten, da ist natürlich so ein System auch gut, weil ich habe hier keine Kabel, die kaputt gehen können. Meine Übertragung funktioniert kabellos und somit kann ich das da auch bestens einsetzen. Hier auch nochmal Retrofitting, was ich gerade schon gesagt habe, ohne minimalinvasive Eingriffe in die Maschine ist es möglich, das System zu integrieren. Zu den mobilen Anwendungen, da verstehen wir Sachen wie dezentrales Tooling, Remote Control oder autonome Fahrzeuge. Also alles, was sich halt bewegt, wo ich Bewegung im System drin habe, und wo es mir einfach schwierig macht, jetzt eine Übertragung über die Standardsysteme herzustellen. Das soweit zu den Applikationen. Das war's dann von meiner Seite zu dem IO-Link Wireless System. Ich bin jetzt gespannt auf die Fragen, die jetzt kommen werde und versuche die natürlich zu beantworten. Falls ich sie nicht beantworten kann direkt, werde ich das Ganze dann noch nachliefern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Michael, für deine spannende Präsentation. Und wir gehen auch gleich nahtlos in die Q&A rüber, denn dort haben sich ja in der Tat schon einige Fragen angesammelt. Von daher die erste. Wie wird technisch das Black- oder Whitelisting des IO-Link Wireless Systems erstellt? Gerade im Industriebereich ändert sich die Umgebung durch Funkstörer häufig, sodass Funkverbindungen mal gut und mal schlecht funktionieren. Gibt es da einen Automatismus? Wie oft wird das White- oder Blacklisting vom System durchgeführt? Naja, also das White- und Blacklisting, das wird nicht vom System durchgeführt, sondern das muss natürlich der Anwender selber machen. So Wireless-Systeme in der Industrieautomation setzen natürlich immer voraus, dass ich eine Funknetzwerkplanung mache, dass ich einen Scan von meinen Netzwerken durchführe und dann schaue, dass sich da alle Systeme sich untereinander grün sind. Und die White- und Blacklisting-Funktion unterstützt mich dabei nur. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, manche Frequenzen sind von einem anderen System belegt, dann kann ich die in die Blacklist aufnehmen und dann werden die von vornherein ausgeschlossen. Und das erleichtert natürlich dem System dann, über das Frequency Hopping die gleichbleibende Signalqualität zu garantieren. Mhm,
Ich glaube, gut, dass du das mal klargestellt hast. Ich glaube, das war gar dem Fragenden vielleicht gar nicht so bewusst, wie das funktioniert. Aber jetzt wissen wir es ja. Die nächste Frage lautet: Wie sieht es mit Technologien wie Mesh oder Band oder Access Point Steering aus? Diese gehören ja bei aktuellen Wi-Fi-Technologien mittlerweile zum Standard, um optimale Funkverbindung zu ermöglichen. Plant ihr da in dieser Hinsicht was? Nee, also da ist nichts geplant. Das ist ja, also das sind ja ganz andere Standards. Also hier IO-Link Wireless ist ja, das ist ein Standard. Und der, klar gibt es andere Standards, aber wir haben hier jetzt einfach auf den IO-Link Standard gesetzt, der vom Konsortium ist. Und ja, das ist jetzt auch keine Ballhof-eigene Geschichte, sondern das sind alle, ja, Hersteller, die bei IO-Link auch mit dabei sind, sind bei Wireless genauso mit dabei. Und darauf basiert dieses System. Also wir sind da nicht jetzt auf irgendwelche anderen Standards oder Technologien aus. Okay, dann die nächste Frage. Was sind typische Einflüsse auf die Reichweite von IO-Link Wireless? Wie wird die maximale Reichweite erreicht? Okay. Ja, die maximale Reichweite ist erstmal natürlich der Idealzustand. Wenn ich da jetzt irgendwelche Wände dazwischen habe oder ich baue den Master in einen Schaltschrank ein, dann wirkt sich das natürlich auf die Reichweite auch aus. Auch ist es so, dass bei dem Master ist die aktive Fläche hier vorne. Das heißt, maximale Reichweite bekomme ich natürlich nur, wenn ich mein Device jetzt auf die aktive Fläche ausgerichtet habe. So, wenn das daneben ist oder dahinter oder so, funktioniert es natürlich auch, aber deutlich geringer. Und das kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen, wie sich das jetzt auswirkt. Das ist im Zweifelsfall immer ein Test, den man da machen müsste. Kennt man ja von zu Hause bestimmt auch. Bluetooth funktioniert auch nicht immer gleich. Also es kann sein, es funktioniert im Nebenraum, es kann sein, es funktioniert nicht. Und so ist es wie bei allen Wireless-Systemen. Dass wir hier mit der maximalen Reichweite den idealen Zustand beschreiben und nachher der Test aber trotzdem in der Maschine natürlich nötig ist, um zu gucken, ob das reicht. Ja, hier folgt, glaube ich, auch in die gleiche Richtung eine sehr technische Frage. Wie sieht es aus, wenn die IO-Link-Devices in Reichweite von zwei Mastern sind, weil zwei Maschinen in der Nähe sind? Meldet sich das Device automatisch am Master mit der besten Verbindung oder muss dieser erst in Master freigegeben werden? Ja, das ist eigentlich egal, wie viele Master da in Reichweite sind. Das Device verbindet sich nur mit dem es auch gekoppelt ist. Die Geräte besitzen eine Unique-ID und damit habe ich jetzt eine Verbindung zu einem Master aufgebaut und dann verbindet sich das Device auch nur mit dem Master, der die Seriennummer hat und mit der ID. Also. Ich glaube, die nächste Frage geht auch Unterstützung von Bussystemen. Ich glaube, da hast du, glaube ich, in deinem Vortrag das schon beantwortet, aber vielleicht nochmal. Sind die Geräte derzeit nur für Profinet verfügbar oder unterstützt sie auch noch andere Bussysteme? Also derzeit sind die Geräte nur für Profinet verfügbar. Wir arbeiten daran, dass wir auch Ethernet-IP anbieten können, aber das ist aktuell noch in Arbeit. Ja, alles, Okay. was wir aktuell verfügbar haben, ist Profinet. Alles klar. Ja, hier vielleicht eine sehr kundennahe Frage. Durch welche Supports und Service unterstützt ihr Kunden konkret, wenn diese IO-Link Wireless in ihre vorgegebene Netzwerkinfrastruktur implementieren wollen? Also wir haben da natürlich die ganz normalen Tools verfügbar und auch unser TAS ist da stark mit eingebunden, die Kunden zu unterstützen. Aber das ist natürlich wichtig bei so einem Produkt, das ja jetzt ja, relativ neu auf den Markt kommt und da die Kunden auch noch nicht die Erfahrung damit haben, dass wir da mit Entwicklung und unserem Tech-Support und allem unterstützen.
Wir haben den Kollegen, die dafür verantwortlich sind, die haben alle Systeme und haben auch bei den Kunden, die das System jetzt schon einsetzen und erfolgreich getestet haben, waren die natürlich mit dabei, haben da geholfen und wir erweitern in Zusammenarbeit mit denen natürlich auch unsere Config-Manuals und alles, dass wir dem Kunden da bestmögliche Informationen zur Verfügung stellen können, wie man so ein System aufsetzt und wie man das auch konfiguriert. Ja, danke für die Antwort. Und dann gleich zur nächsten Frage. Inwieweit macht IO-Link Wireless Sinn bei dezentralen Systemen? Müsste denn nicht da die Steuerung des Systems drahtlos kommunizieren statt die Sensoren? Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, wie ich das Ganze sehe. Das IO-Link kommt ja vom IO-Link-System. Das IO-Link-System ist ein System, das über eine Schnittstelle mit der Steuerung kommuniziert. Und das Ganze mache ich ja über den Master. Somit ist das System ja an sich IO-Link nicht darauf ausgelegt, direkt mit der Steuerung zu kommunizieren. Und ich sag mal so, das zielt bestimmt darauf ab, in Richtung 5G dann mit der Steuerung zu kommunizieren, diese Frage. Sowas ist natürlich in Zukunft denkbar, aber das ist dann nicht auf der Ebene, sondern das ist dann eher die Kommunikation vom Master dann zur Steuerung, die dann auch noch wireless erfolgen kann. Aber wir haben uns jetzt erstmal auf die untere Ebene konzentriert, dass wir erstmal die Sensorik wireless-fähig machen, weil auch von der Reichweite ist es ja eher so, dass das ein System ist, das dafür designt ist, in der Maschine eingesetzt zu werden und nicht in der Fabrikhalle. Und wenn ich jetzt meine Steuerung dezentral haben will, dann brauche ich da natürlich andere Instrumente und andere Übertragungsmedien, um sowas sicherzustellen. Ja, ja sehr, die Frage hast du ja wirklich sehr ausführlich und detailliert beantwortet. Ich glaube, da dürfte unser Zuschauer auch mit der Antwort zufrieden sein. Wenn nicht, bitte, wie gesagt, nutzt bitte die direkte Kommunikation mit dem Michael, vielleicht auch per E-Mail, wenn ihr wirklich noch sehr technische und detaillierte Fragen an ihn stellen wollt. Hier dann gleich die nächste Frage. Du hast in deiner Präsentation erwähnt, dass IO-Link besonders gut für das Retrofitting in der Industrie eingesetzt werden kann. Hast du ein, zwei aktuelle Beispiele, wie der Umbau funktioniert hat und wie die Resultate danach aussahen? Naja, wir haben jetzt natürlich noch nicht so viel Retrofitting von Maschinen gemacht, aber das System ist jetzt gerade 3 Monate auf dem Markt. Somit sind da natürlich jetzt noch nicht so die Erfahrungen damit da. Aber es ist natürlich schon darauf ausgelegt, jetzt so einen Ballof Condition Monitoring Sensor oder sowas, wo ich dann auch in der Maschine noch platzieren kann, dass ich den damit betreiben kann und das halt einfach minimalinvasiv machen kann. Aber jetzt, dass wir da direkt schon hunderte Maschinen ausgerüstet haben, nein. Also geht ja natürlich in der kurzen Zeit auch noch nicht. Ja, ja, verständlich. Ja, dann hier eine sehr kurze Frage. Wie sicher ist IO-Link Wireless vor Hackerangriffen? Welche Informationen will sich denn der Hacker rausziehen? Also da laufen einzelne Nullen drüber. Das sind Sensorsignale. Also das sind keine Datenpakete, wo jetzt irgendjemand was damit anfangen könnte. Also das ist aber auch was ja über den Standard passiert. Das bei der kabelgebundenen IO-Link-Lösung ja auch nicht so, dass wir da jetzt verschlüsselt senden würden. Also sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit da dafür, das gegen Hackerangriffe zu schützen, weil wir da schon auf einer sehr, sehr niedrigen Ebene unterwegs sind. Ja, kann man nachvollziehen. So, dann schaue ich nochmal nach. Hier, ein Zuschauer will wissen, ich glaube, das hast du auch schon ganz grob beantwortet, was sind die wichtigsten Vorteile von IO-Link Wireless gegenüber herkömmlichen und etablierten Funktechnologien? Naja, der größte Vorteil ist, dass es ein internationaler Standard ist.
und die Vorteile von IO-Link in die Wireless-Welt überträgt. Das heißt, dass sich auch ein IFM-Sensor oder was auch immer an dem Ball auf dem Master betreiben kann oder in Zukunft vielleicht macht Moore auch Hubs, ein Moore-Hub mit dem Ball auf dem Master oder auch andersrum. Also diese Interoperabilität und die das, was ein Standard mit sich bringt, das ist der große Vorteil von IO-Link Wireless gegenüber bisherigen proprietären Systemen. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Gut, und ich glaube jetzt noch eine, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, eine abschließende Frage. Wie sieht es bei den aktuellen Liefersituationen mit der Verfügbarkeit der IO-Link Wireless-Komponenten aus? Ja, Verfügbarkeit ist natürlich hier auch ein Thema, wobei wir aktuell Systeme aufbauen und auch eigentlich meistens kurzfristig verfügbar haben. Also wenn da Kunden da sind, die jetzt ein Master, ein Hub und eine Bridge haben wollen, dann ist es sicherlich kurzfristig möglich. Wir werden hier jetzt keine tausende Systeme zur Verfügung stellen können, das ist auch klar. Aber das, was für die Kunden aktuell wichtig ist, Testsysteme, das können wir kurzfristig zur Verfügung stellen. Ja. Die sind verfügbar. Okay, vielen Dank für die Antwort. So, da wären wir auch schon wieder am Ende unserer Session angelangt. Michael, ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich bedanke mich auch.